Du bist ein Pick-me-Girl. Was sind deine besten Tipps, um als Influencer durchzustarten? Was geht damit, Tobi? Hey Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier und damit zu einer neuen Folge Girls Talk. Ihr habt es euch gewünscht und hier sind wir endlich wieder zurück. Ich bin heute nicht alleine. Ich freue mich sehr, sehr doll, denn ich habe einen Special Guest dabei. Sandra ist heute hier und die Folge wird auf jeden Fall spicy, denn die ganze Folge heute geht um Gossip und über Lästern. Ihr könnt uns wie immer Fragen stellen, einmal in Sandras Story und in meiner Story. Schaut auch gerne bei uns auf Instagram vorbei, denn da laden wir täglich was hoch und da kriegt ihr sehr viel mit. Was kann man machen, wenn die beste Freundin über dich lästert hinter deinem Rücken? Boah, ich glaube, es ist eine Situation, die sehr, sehr viele von uns auch schon mal hatten, inklusive mir. Aber ich muss sagen, viel zum Beispiel auch in der Schule, weil ich glaube, da ist es so, da bekommt man das mit. Umso mehr man in so einem Freundeskreis drin ist, umso eher fliegt das natürlich auch auf. Weil wenn du so einzelne Freunde hast und dann redest du mit einer Person, dann ist es voll schwer, dass das rauskommt. Aber gerade in so einer Sache wie Schule, Uni, Arbeit oder so oder in unserer Bubble, da kommt es halt voll leicht raus, weil die Leute untereinander dann wieder reden und dann fliegt es halt irgendwann auf. Stimmt, wenn ich jetzt vergleiche von zu jetzt und zu damals, ist mir das Lästern auch viel, viel mehr aufgefallen als jetzt, wenn du nur so ein paar vereinzelte Freunde hast und intensive Freundschaft hast. Und das andere ist ja eigentlich alles so, Lästern ist ja Oberflächlichkeit. Ja. Das ist ja, du hast ja nichts Besseres gerade zu tun, als über jemanden zu reden, anstatt der Person das selber zu sagen. So, ja. Das ist ja Oberflächlichkeit. Ich halte mal sehr, sehr lange an Leuten fest, die eigentlich gar nicht gut zu mir sind. So, also jetzt nicht im Dating-Kontext, aber im Freundschaftskontext ganz, ganz doll. Und da, ich habe so oft schon erlebt, ich hätte lieber die Person früher gehen lassen sollen, schon bei den ersten Anzeichen, anstatt noch so lange daran festzuhalten. Denn im Endeffekt wird das ganz doll wieder auf euch zurückkommen. Denn im Endeffekt, wenn ihr mit so einer Person lange so close seid, dann holt euch das wieder ein und im Endeffekt wird es eine Situation geben, die komplett eskaliert und dann habt ihr am Ende übelst viel Stress, den ihr eigentlich hättet vermeiden können, wenn ihr auf die ersten Zeichen gehört hättet. Und das hatte ich schon so oft. Nehmt die ersten Zeichen wahr und hört darauf, würde ich sagen. Das ist das abschließende Fazit dazu. Ja. Ganz kurzer Einschub. Ich habe mittlerweile seit ein paar Monaten eine WhatsApp-Gruppe, wo ich jeden Tag reinposte, was passiert ist bei mir, was gerade abgeht. Und da gibt es immer den Sticker des Tages. Falls ihr WhatsApp habt, dann kommt gerne auch in die Gruppe rein, die heißt Kati Privat. Könnt ihr gerne eingeben und suchen und dann sehen wir uns in der WhatsApp-Gruppe. Was soll man tun, wenn sogar die Familie den Fremden glaubt, anstatt einem selber? Ich kann es halt gar nicht so vorstellen. Ja. Weil meine Familie steht halt so 100% hinter mir. Deswegen könnte ich mir das gar nicht vorstellen, dass es so bei Familien so ist. Ja. Also wie traurig ist das bitte? Die eigene Familie muss ja... Da muss ja 100% Vertrauen da sein. Ja. Wenn das nicht gegeben ist, dann, boah. Ich glaube, man muss die Ursache davon aus dem Weg schaffen, um überhaupt an das eigentliche Problem ranzukommen. Weil im Endeffekt ist die Frage, warum glaubt die Familie Person XY nicht? Und damit meine ich jetzt gar nicht, die spezifische Person ist dann schuld, sondern gibt es einfach eine Person, die sehr gut manipulieren kann, die vielleicht auf der anderen Seite steht, so dass dass dir eben nicht mehr geglaubt wird. Oder sind davor Sachen vorgefallen, weswegen das Vertrauen von der Familie angeknackst ist. Und ich glaube, da muss man so versuchen, dieses Urproblem erstmal zu lösen, um dann jetzt in der spezifischen Situation, wo die Familie einem nicht mehr glaubt, um daran zu kommen. Ich finde dich auf Instagram richtig toll. Im TV kommst du aber ganz anders rüber. Ich glaube, du bist dort unsicher. Was sagst du dazu? Also unsicher kann natürlich irgendwie sein, weil man kennt die Leute ja auch nicht so 100% mit denen du bist. Ja. Du bist unter Beobachtung von Kameras und ich muss sagen, dadurch, dass ich ja lange Zeit drinne bin und die Ausstrahlungszeit ja eigentlich viel, viel kürzer ist, dass auch sehr viel daran liegt, was gezeigt wird und in welchem Zusammenhang etwas gezeigt wird. Weil es sind manchmal so, wenn ich das ja euch erzähle, so die ganzen Dinge, die passiert sind oder auch meinen anderen Freundinnen, die denken dann sich auch so, hä, krass, wie kann es denn dann so rüberkommen? Das ist eigentlich, das einfach viel mehr manchmal dahinter. Und ja gut, das unsicher kann aber schon irgendwie irgendwo sein, weil ich bin halt auch nicht der lauteste Mensch. Ich kann nur sagen, als Freundin ist es auf jeden Fall immer krass, weil dann sind so Situationen und du siehst sie dann im TV und dann bin ich so, wo ist der ganze Rest, der noch passiert ist? Ja, das ist echt krass. Als nächstes kam eine Frage rein, die ihr mir schon super, super oft gestellt habt. Und zwar, was sind deine besten Tipps, um als Influencer durchzustarten?
Dazu als allererstes auf jeden Fall anfangen und dann dranbleiben. Außerdem immer wieder Neues ausprobieren, damit man so den richtigen Content für einen und die richtige Community für einen findet. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, professionell aufzutreten. Ich habe mir dafür zum Beispiel am Anfang meine eigene Webseite erstellt. Dafür bin ich einfach auf Squarespace gegangen, habe eins der Website-Templates ausgesucht und dann meinen passenden Text und meine passenden Bilder hinzugefügt. Dank Squarespace AI ging das mit den Texten super schnell, da die Funktion einem einfach super doll hilft, die richtigen Texte für die Webseite zu finden. Somit hatte ich dann meine eigene Webseite, die zu meinem Stil passt und mich gut bei Firmen präsentiert hat. Falls ihr Squarespace mal ausprobieren möchtet, könnt ihr das unter diesem Link hier machen. Das ist auch der erste Link in der Videobeschreibung. Damit startet nämlich eure kostenlose Probephase und mit dem Code KatharinaXenia gibt es auch noch 10% Rabatt, falls eure Webseite dann online gehen soll. Also checkt das gerne mal ab, ist wie gesagt der erste Link in der Videobeschreibung und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Nächste Gossip-Frage an Kathi. Dass du heimlich einen Influencer datest. Okay. Mittlerweile ist es so, also ich date und dann schau mal Personen, lerne Personen über ein paar Monate. Und ja, aber es ist jetzt nichts Relevantes gerade, was ich euch irgendwie erzählen könnte. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie gerade näher kennenlerne oder mit irgendwem so oder mit einem Influencer gerade was am Laufen habe. Ich hatte mit so gut wie keinem Influencer irgendwas bisher. Erstens finde ich es schwer. Also ich finde es irgendwie, dann bist du auf Events und dann kriegt das immer jeder mit. Und das finde ich ganz, ganz schwierig. Dann kann ich nicht so, ich glaube, ich weiß ja auch nicht, krieg's noch nicht so hin. Noch nicht. Und ja, keine Ahnung, irgendwie kommt das bei mir immer so. Vielleicht ändert sich das, wenn ich nach Köln ziehe, wenn da mal irgendwas Relevantes passiert, dann lasst es euch wissen, aber ich date gerade keinen Influencer. Und bevor wir zur nächsten Frage kommen, Dankeschön an Sasu fürs Kommentieren unter dem letzten Video. Falls du im nächsten Video erwähnt werden möchtest, dann schreib doch jetzt gerne einen Kommentar und dann sehen wir dich vielleicht im nächsten Video eingeblendet. Wir kommen zur nächsten Sache, die reingeschrieben wurde und zwar, du bist ein Pick-me-Girl. Wurde hier geschrieben. Was sagst du dazu? Ja, ich glaube, viele wissen gar nicht, was das die genaue Bedeutung von Pick-me-Girl ist ja eigentlich, dass man sich als Mädchen so vor den Jungs irgendwie, ja, dass man Aufmerksamkeit haben möchte vor denen, ja. Aber dadurch eine andere schlecht machen. Mhm. Und das vergessen die, glaube ich, weil jeder Mensch möchte gerne Aufmerksamkeit von jedem Menschen haben, egal ob von Mann oder Frau, finde ich, glaube ich. Ja, gut, oder? Ankommen, also, will ja, man immer. Auf natürlich, jeden Fall. Ne? Und gerade bei der Person, also bei dem Geschlecht, das man dann daten möchte oder so, will man natürlich immer gut ankommen. Ich glaube, das ist in einer gewissen Weise auch normal. Ja, und das ist auch gesund, das ist auch in Ordnung. Ja. Ich finde das in Ordnung so. Ja. Aber das Pick-me-Girl bedeutet ja, dass du dich besser machen möchtest als die anderen, so, ich bin was anderes, ich bin ein anderes Mädchen, die Mädchen sind nicht so, die, also weißt du, gegen die Mädchen und so, das bin ich nicht. Ja, also das verstehe ich nicht, wie das kommen kann, weil ich auch damals nie, also vor dem ganzen Reality, habe ich nie irgendwie, wenn ich eine Freundin, wenn ich zu zweit draußen war und da sind zwei Typen und die finden beide meine Freundin toll oder keine Ahnung was, ey, kennt euch. Ich glaube, das kommt so ein bisschen vielleicht von den Szenen bei Aito zum Beispiel. Wo manche gesagt haben, du rennst dir ein bisschen zu doll hinterher oder willst sie so rumkriegen, weißt du? Ja, okay, gut. Ich glaube daher. Aber wie du schon gesagt hast, da gibt's halt diesen Aspekt von Pick-me-Girl, dass man dabei andere versucht, in den Schatten zu stellen, um dann selber vor Leuten so zu glänzen und das ist halt... Genau, das habe ich auf jeden Fall nicht gemacht. Und die Letzte, die sich da hinstellt und sagt, hey, ich bin jetzt das Perfect Match von euch allen, weil ich die Beste bin und die sind alle scheiße oder so. Also weißt du, was ich meine? Das wäre ja sowas und nicht das, was... Also, ja. Aber das verstehe ich, dass man da irgendwie was denkt, aber nicht Pick Me Girl. Nein, nein, nein. Ja, wir kommen zur letzten Frage. Sandra, erzähl uns mal, was geht da mit Tobi? Seid ihr heimlich zusammen oder was ist da los? War das jetzt wirklich eine Frage oder willst du das wissen? Oder? Das hat jemand hier reingeschrieben. Ja, einige, ne? Ja. Also, Tobi und ich, wir sind ganz gute Freunde. Ja. Also wir sind sehr gute Freunde. Ich bin voll froh, dass wir uns kennengelernt haben, weil in dem Business ist es gar nicht so einfach, Freunde zu finden. Also allgemein auch, das Thema hatten wir ja eben auch mit Vertrauen und so. Und Tobi ist halt wirklich ein wunderbarer Mensch, dem ich zu 100% vertraue und er mir auch und wir sind sehr gut miteinander. Ich glaube halt, das Ding bei euch ist, weil ihr so viel Zeit miteinander verbringt, denkt man einfach irgendwann so, da muss ja was gehen. Man sieht euch immer wieder zusammen und
ich plaudere mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ihr habt ja auch einen tollen Vibe zusammen. Voll viele sagen halt auch so, es gibt keine Freundschaft zwischen Mann und Frau, das funktioniert gar nicht. Aber wie gut ist das bitte, dass du einen besten Freund hast und den nach Tipps fragen kannst, wie es mit dem Typen läuft. Das gibt's halt schon, dass man halt gut miteinander sein kann und da muss nicht immer was laufen. Ich fand es auch ganz cool, wenn du mit ihm über Sachen reden kannst, weil so deine ganzen Girls, inklusive mir, wir füttern immer noch so ein bisschen dieses ganze Delulu sein. Wir sind so richtig, we stay Delulu till it's true Lulu. Also wir sind so lange Delulu, bis es dann wahr wird. Oh Gott, ich liebe diesen Satz. Und geil. Ich glaube, er ist so, er holt dann mal richtig auf die Realitätsboden. Er ist nicht dann in diesem Thema Delulu drin. Ja, das stimmt schon, das hat Vorteile. Ja, voll. Aber geiler Satz. Ja, hör mal. Wir nehmen das so als Abschlussstatement. Stay Delulu until it's true Lulu. Und damit würde ich sagen, was auch mit den Fragen? Ich hoffe, euch hat der Girls Talk gefallen. Lasst mich gerne wissen, falls ihr noch einen Teil haben wollt. Ihr könnt auch immer gerne eure Fragen oder Struggles auch in diese E-Mail-Adresse hier schicken, wenn es ein bisschen länger ist, oder mir auf Instagram. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.